Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Assassin-Bereich und geben unsere Finger ab, die wir letztes Mal rot angestrichen haben. So, und jetzt nochmal darüber. Ja. Bin ich da? Bin ich da? Bin ich da? Leute, wenn ich sage, ich bin nicht da, bin ich nicht da. So. Ah, jetzt bin ich. Ich werde zum Garten aus, nicht wahr? Damit ich nicht entdeckt werde. Ah! So. Wir sind da. Jetzt mal runter, sprechen wir immer noch dich und ab zur Almualem. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, dann geht es mal wieder schnell zu Almualem und zwar schnellreise, denn ich habe keine Lust zurückzureiten und dann wieder nach Jerusalem zu reiten. Das wird ziemlich viel Zeit erfordern. Also los. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Na! Ja, also ihr da herumgeht. Bringt ihr neue Kunde, Altair? Klar. Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohung und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Ja, dann geht es mal jetzt nach Jerusalem und suchen uns unser nächstes Opfer.
So, dann mal hops die Daps hier runter hier und durch die Türe verschwinden hier. Haha, ich hab gereimt. Genau wie die zwei Typen da in der letzten Folge. Die ich immer noch so witzig finde, weil das die wirklich einzigen zwei waren, die wirklich reimen. So, jetzt geht's mal zu unserer kleinen Abkürzung hier. Da sind wir gleich wieder unten. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und Sprung. Dann geht's mal wieder durch die Türe dort hinten. Ich hab mal eine Idee. Was passiert, wenn dieser Assassinen-Soldaten hier stößt? Anstößt. Aha. Gut, kann ich dann auch Assassinen-Soldaten umbringen? Ja, das scheint auch zu gehen. Kann ich vor Assassinen-Soldaten weglaufen? Ich hol dir deinen Kopf! Ja, ich glaube, das geht auch. Vielleicht sollte ich jetzt nicht sprechen, wahrscheinlich nicht, bevor ich noch einmal immer auf meine Seite gegen mich habe. Jetzt einmal hier drüber, wie so auch immer dein Zaun mitten des Weges steht. Mitten des Weges steht. So, und da unten. Reiten. Da ist das Königreich. Genau hinter diesem. Was auch immer. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Komm schon, laden. Und wir reiten jetzt nach Jerusalem, unserer kleinen Hangover-Stadt. Ah, da hätten die wirklich mal Hangover trinken können. Das wäre witzig. Es wäre wirklich witzig, wenn drei Typen sich da besaufen, etwas, keine Ahnung, stehen, Baby kriegen und dann nochmal. Und das nennt man dann die heilige Stadt. Das heilige Land, ja. Aber das wäre doch wirklich witzig, wenn die dort Hangover gedreht hätten. Ah ja. Hangover in Jerusalem. Ein Typ verliert seinen Finger dort. Scheiße. So. Erstmal habe ich auf die Karte geguckt, weil ich keine Ahnung habe, wie man nach Jerusalem kommt. Egal, ob ich auf die Karte schaue, ich gucke immer mal zur Sicherheit auf die Karte, aber irgendwie verlaufe ich mich immer und finde einen Tempelritter. Und ich habe die Erwartung hinter mir her. Ungläubiger! So, Leute. Ich hab echt keine Ahnung. Jerusalem, wo lang? Nach Jerusalem geht, okay. Nochmal auf die Karte geschaut zur Sicherheit. Jerusalem.
Da geht's nach der Luderle. Okay. Da wollte ich nie entkommen. Wie tue ich das jedes Mal irgendwie? Ich hab viel zu viel Glück, oder? Ihr könnt mir nicht entkommen. Und ja. Dieser Spruch. Was, wo lang geht die Luderle bitte? Da. Jerusalem da? Nein, glaube ich nicht. Da vielleicht. Das ist da Jerusalem. Nach dem Weg fragen ist jetzt auch schwer, oder? Na, Junge! Macht doch Spaß hier! Was sagt ihr, Leute? Oh, hab ich grad nicht einfach mal so. Was hier sehen? Skala? Skala in der Jerusalem. Oder an. Ich könnte hier auch da lang. Ah, ich dreh mal um. Mal gucken. Zurück! Ich habe heute Eltern hier nicht entkommen. Ja. Jerusalem komme. Genau, ich reise da lang. So, nach Jerusalem, vermutlich. Einfach der Nase lang. Sonst bin ich irgendwann in Jerusalem, denn alle Wege führen nach Rom. Was kann ich Jerusalem sagen? Alle Wege führen nach Jerusalem. Obwohl der Spruch nur für Rom gilt. Okay, wir sind gleich da, oder? Hoffentlich. Ja, ich glaube da, ja, da ist schon Jerusalem. Halleluja, ich habe Jerusalem gefunden. Ein echtes Wunder ist geschehen. Ich, Vollidiot, hab Jerusalem gefunden. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, so, sobald sie ihre Waffe ziehen. Lade, Bildschirm, das geht mir auf die Garde. Lade, Bildschirm. So, Ladebildschirm vorbei. Jetzt geht's weiter. Schön, darf ich dich nochmal schrecken? Einfach durch die Menge. Der macht es doch nicht auf. Der macht es doch nichts aus. Tolle Stadt. Und da drin sollten sie Hangover 3 drehen. So. Jetzt kommt gleich ein weiterer Cut, aber da ich noch diese Leute da bekämpfen will, mal gucken, ob ich es schaffe. Haha! Der Herr ist mit uns. Angeber. Euer Leben ist verwirrt. So. Ich glaube es nicht nur, ich kann es. Denn ich habe die Technologie dafür. So. Ich glaube, jetzt folgt gleich noch ein weiterer Cut und dann sehen wir uns. Eieieiei, bald wieder in einer nächsten Folge.